okay, wir haben anscheinend nur noch den explosiven Wein. Und ich weiß nicht, ob es so schlau ist, den zu trinken. In Minecraft Natura, unsere Welt ist so bunt und dicht. Lachen, zusammenhalten, das ist unsere Magie. Hey ho, Freunde! Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Natura, liebe Leute. Freunde, in der letzten Folge haben wir mit Elias zusammen gegen einen Warden gekämpft. Wir waren nämlich in einer Höhle, Freunde. Und auf einmal war da nicht nur einer, nicht nur zwei, sondern drei Wardens auf einem Fleck, Freunde. Das war auf jeden Fall ein Erlebnis, welches ich so nicht nochmal erleben möchte, Freunde. Aber heute haben wir eine coole Sache geplant. Und zwar, Freunde, habe ich mich vor der Folge hingesetzt und mal so ein, zwei Stündchen lang etwas gebaut, Freunde. Was es ist, zeige ich euch nämlich später. Aber zuerst müssen wir mal dem guten Lenny seine Dias vorbeibringen, denn diese haben wir in der letzten Folge gesammelt für ihn. Ich würde sagen, wir machen einfach mal eine normale Kiste. Ich denke mal, das sollte passen. Dann, wir müssen jetzt nicht auch so wie so ein Geschenk oder was ist hier irgendwie, was hat der uns denn gestellt? Ist das irgendwie so ein Geschenk? Ja, so ein Gift, richtig. Brauchen wir jetzt nicht. Ist jetzt, oh mein Gott, habe ich mich fast ausgesperrt hier. So, wir brauchen auf jeden Fall noch ein Schild, würde ich sagen, damit wir dem so eine kleine Nachricht schreiben. Nehme ich einfach mal das hier und dann können wir dem das Ganze mal hinstellen. Ich muss jetzt gucken, dass ich taktisch laufe, weil ich darf euch nicht spoilern, was ich gebaut habe. Das ist theoretisch jetzt, wenn man hier steht, links, okay? Aber ich würde sagen, wir packen jetzt erstmal hier die Chest hin. So, packen mal, ich würde sagen, die 21 Dias rein. Und ich schreibe mal kurz ein Schild. Hallo Lenny, hier die Bezahlung für die Autos. Juri. So, das ist doch ein tolles Schild. Lassen wir so. Und dann würde ich sagen, haben wir dem guten Lenny jetzt auch seine Dias vorbeigebracht. Habe ich die jetzt da reingepackt? Ja, habe ich. Okay, ich dachte, ich hätte die Dias im Inventar aus Versehen gelassen. Aber zum Glück nicht, Freunde. Erstmal, bevor ich euch jetzt zeige, was wir heute den Rest der Folge machen werden, was so spektakulär ist, was ich euch schon die ganze Zeit hier verheimliche, werden wir uns eine neue Rüstung machen. Und zwar eine Obsidian-Rüstung, Freunde. Weil ich glaube, ich sag mal so, rüstungstechnisch sind wir halt echt nicht so krass equipped, Freunde. Wir haben einfach nur eine Eisenrüstung und diesen komischen Primordial Helmet, der einfach übel scheiße aussieht, Freunde. Viele Leute nicht wissen, das ist der Helm. Was ist das? Das sieht einfach nur hässlich aus, aber egal. Wisst ihr was? Wir lassen uns davon nicht bekirren. Wir machen uns jetzt eine schöne neue Obsidian-Rüstung. So, ich weiß nicht, ob wir nur die Eisensachen austauschen. Warte mal, wir haben jetzt gerade 8 Rüstungsbalken. Wenn ich jetzt das hier anziehe, haben wir... Wir haben jetzt schon voll, Alter. Ich mach mir gerade mal noch einen Helm. Ist jetzt egal eigentlich. So, machen wir den hier. Und dann ziehen wir noch den Helm hier an. Und jetzt haben wir hier eine volle Obsidian-Rüstung. Obwohl man den Helm so oder so nicht sieht. Aber egal, wir haben jetzt auf jeden Fall gute Rüstung. Und dann können wir den Helm eigentlich wieder in die Kiste packen, dass der hier nicht beschädigt wird. Und wir den für immer da als Erinnerung drin haben können. So, genau, Freunde. Aber kommen wir jetzt zum Hauptpunkt dieser Folge. Ich habe mich nämlich vor der Folge... Ach, warum mache ich es eigentlich so spannend? Es steht eh im Titel, es steht im Thumbnail. Ihr wisst schon, worum es geht. Ich hab einfach verkackt. Wisst ihr was? Wir schlafen jetzt einfach nochmal. Um es noch ein bisschen hinauszuzögern, um die Folge noch unnötig in die Länge zu strecken. Gehen wir nochmal schlafen. Ach, Freunde, guck mal. Ich habe übrigens dieses Bild, was Elias letzte Folge von mir gemacht hat, über meinem Bett aufgehangen. Sieht übel cool aus mit dem Warden hier. Wenn ihr nicht gesehen habt, was in der letzten Folge war, passiert ist, guckt sie euch an. Da ist unter anderem diese Aufnahme entstanden. Boah, das sieht gerade voll cool aus, oder nicht? Machen einen Screenshot davon, das sieht voll cool aus. So, okay, gut, Freunde, ich würde sagen, wir können jetzt einmal eine Runde schlafen und dann zeige ich euch, was hier abgeht. Übrigens, Freunde, will ich mich nochmal kurz entschuldigen, dass ich mich wahrscheinlich nicht ganz gesund anhöre, Freunde, denn ich war jetzt eine ganze Woche letztens krank, war nicht in der Schule, ich war komplett im Bett, war komplett tot, quasi. Und das ist jetzt meine erste Aufnahme seit langer Zeit, deswegen wundert euch nicht, warum jetzt vielleicht in der Folge mehr und mehr Schnitte drin sind als sonst, weil ich meine, es kann doch immer vorkommen, dass ich manchmal einfach einen Hustenanfall kriege oder dass ich irgendwie vergesse oder verkacke, irgendwas zu sagen und dann ist auf einmal alles doof und naja. Aber Freunde, jetzt wird so langsam Zeit, euch mal zu zeigen, was ich jetzt gebaut habe. Ihr seht es im Titel, ihr seht es im Thumbnail. Ich habe eine Bar gebaut, Freunde. Guckt euch das mal an. Hier steht nur drauf, dass man es noch nicht auf YouTube zeigen soll, also für die anderen hier. Aber wenn wir mal kurz hier reingehen. Ich habe mich hingesetzt und einfach mal eine Bar gebaut. Ich finde, das sieht so cool aus hier. Guckt mal. Wir haben hier so mit diesen, mit dem ganzen Winery-Mod hier gearbeitet. Mit dem werden wir uns auf jeden Fall nämlich auch gleich weiter beschäftigen, Freunde. Denn das Ziel der Folge ist, wir werden heute ganz viele Weine brauen und alles. Das wird richtig, richtig cool. Aber, ich habe hier so Cherry-Chairs hingemacht. Ich meine, das Cherry-Wood, jeder Baum, der hier quasi steht, ist einfach dieses Cherry-Holz. Ich habe hier noch neue gepflanzt hier. Hinterfragt diesen Baum einfach nicht, dem geht's gut, okay? Der ist ganz normal generiert. Ich habe da nicht eine Workbench oder ein Sprucewood hingeplaced. Nein, der ist so generiert, ganz klar. Oh Mann. Übrigens hier, das sollen Parkplätze sein, da es auf jeden Fall hoffentlich bald so sein wird, dass jeder von uns hier ein Auto haben wird. Und dann können wir hier alle immer so reinparken. Finde ich ganz cool eigentlich. Aber okay, jetzt zeige ich euch erstmal hier näher, was ich hier gemacht habe. Ich habe hier so Laternen runterhängen lassen, einfach damit es so eine neue, coole Lichtquelle gibt. Weil Fackeln habe ich jetzt zwar auch drin, aber nur 2 Stück, weil ich finde irgendwie... Die sehen irgendwie cooler aus einfach. Wisst ihr, wie ich meine?
Die passen auch irgendwie voll zu der Bar, dass sie trennmäßig so diesen Arbeitsbereich und den, wo die Gäste sich hinsetzen können, finde ich mega cool. Vielleicht können wir mal hier so einen Partyabend mit der ganzen Natura-Crew machen. Das wäre eigentlich ganz nice. Aber okay, Freunde, wirklich würde sagen, wir gehen erstmal jetzt hier in den Bereich, der nur fürs Personal ist, Freunde. Also nur für mich, weil nur ich darf hier arbeiten. Ich muss mal eigentlich mal so einen Barkeeper-Skin machen. Das wäre eigentlich ganz lustig. Aber, Freunde, hier haben wir auf jeden Fall zwei Waschbecken. Warum zwei? Weil eins zu langweilig ist, weil wir sind die krasseste Bar in ganz Natura. Die einzigste auch. Nee, warte! Elias hat noch eine Bar. Okay, vielleicht müssen wir bald ein Bar-Duell machen, wer die beste Bar hat. Aber okay, auf jeden Fall. Hier haben wir so Weinschränke-mäßig. Hier haben wir noch so Vitrinen und alles. Sieht auch mega cool aus. Hier haben wir diese Sachen, mit denen man die ganzen Sachen brauen kann. Das heißt, hier werden wir gleich sehr viel mit rumhantieren. Und hier kann man irgendwie Apfel pressen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, was es damit auf sich hat. Können wir auf jeden Fall auch gleich gucken. Okay, Freunde, auf jeden Fall ist das ja meine kleine Bar, die ich gebaut habe. Ich hoffe, sie gefällt euch hier. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, wie ihr die Bar findet. Hinten ist es noch nicht perfekt gelöst. Also hier ist irgendwie noch einfach nur so eine Cherrywood-Wand hier auch. Also hier muss ich mir auf jeden Fall noch ein bisschen Gedanken machen, wie ich das schöner machen kann. Das Dach ist jetzt auch nicht das allerhübscheste, sage ich mal. Aber es ist besser als Jornisch, ne? Deswegen lassen wir es erstmal so, würde ich sagen. Aber jetzt geht's ran zum Weinbrauen, Freunde. Denn ich habe mir vor der Folge noch ein bisschen, warum ist das Auto an? Boah, ne, es ist wirklich, oh, hier setzen sich immer diese Fliegen rein. Das ist wirklich unglaublich, ne? Und jetzt hat er mir wieder eine Made gedroppt. Ich will keine Maden, ey. Weg mit der Made. So, ey, das kann ja nicht sein. So. Auf jeden Fall, kann erstmal hier das Obsidian wieder reinpacken, aber ich habe vor der Folge auf jeden Fall ein bisschen mal ein paar Grapes gesammelt, beziehungsweise Weintrauben heißen die auf Deutsch. Ich habe auch ein paar Seeds, warte mal, kann man einfach anbauen theoretisch jetzt hier? Wenn nicht, mache ich das einfach mal direkt, wenn doch, mache ich das einfach, wenn nicht, dann kann ich sie nicht anbauen, Jori. Das wäre auch wieder sehr schlau gesagt hier. Warte mal, ich guck mal, ob das irgendwie geht. Ja, tatsächlich, guckt mal. Okay, warte mal, dann machen wir uns jetzt hier so eine kleine Weintraubenplantage hier. Das sieht eigentlich ganz cool aus, dann würde ich sagen, wenn wir hier so ein paar Weintrauben anbauen. So, machen wir da noch was hin. Hier, hier, hier. Und dann noch hier eins. Okay, dann können wir jetzt immer hier neue Sachen ernten. Ist schon mega cool hier. Aber okay, Freunde. Wir nehmen uns erstmal jetzt unsere bereits vorhandenen Grapes raus. Wir haben hier mal 6 Stück White Tiger, 4 normale White, 8 normale Red und 3 noch von Red Tiger. Ich glaube, die unterscheiden sich einfach nur in dem, dass man damit einfach unterschiedliche Weine und so brauen kann. Aber dazu gleich später mehr. Wir brauchen jetzt erstmal ein ganz bestimmtes Item. Und zwar brauchen wir hier den Grape Wine Pot. Den macht man sich ganz einfach mit 3 Planks und 2 Slabs. Das machen wir einfach mal ganz schnell. So. Übrigens, für die Leute, die sich fragen, wie der Mod heißt, ihr seht da in der blauen Schrift, der Mod hat einfach Winery. Könnt ihr euch einfach runterladen und dann selber zocken hier. Aber, okay, wir machen uns erstmal jetzt hier unser Ding, wo ich vergessen habe, wie man sich das macht. Das geht auf jeden Fall sehr, sehr schnell. So, okay, easy. Machen wir uns unser Grapevine-Pot. Ich würde sagen, wir machen den mal bei uns hier irgendwo hin. Einfach mal vielleicht, weiß nicht. Hier so haben wir da unseren Grapevine-Pot, Freunde. Und jetzt können wir nämlich diese Grapes hier rechts klicken. Machen einfach mal mit einigen. Man kann da 6 gleichzeitig reinmachen, okay. Und jetzt, Freunde, heißt es draufstampfen. Wir stampfen da jetzt drauf rum. Und jetzt, seht ihr, haben wir diese Weintrauben einfach zermatscht. Und jetzt haben wir da so eine Art, so einen Saft einfach, wisst ihr? Und jetzt müssen wir uns nämlich, das ist so kompliziert irgendwie, aber irgendwie auch total cool. Man kann sich jetzt nämlich hier, ist es das hier? Genau, Winebottle, genau. Man braucht 2 Glasbottles dafür einfach. Oh nein, habe ich Glasbottles? Ach ja, Freunde, Glasfarm ist immer so eine Sache für sich. Ich muss wirklich sagen, das ist, glaube ich, das Nervigste an ganz Minecraft, würde ich sogar sagen. Ich gehe so weit, dass ich das sage, ja. Aber auf jeden Fall, wir haben jetzt hier unsere Glasbottles. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach einige von diesen Winebottles. Ich würde sagen, 20 Stück sollten erstmal reichen hier. Und jetzt, Freunde, können wir nämlich hiermit den wunderbaren Saft hier auffüllen, ne? Genau, guck mal. Wir haben jetzt hier 2 Red Grape Juice Flaschen. Interessant, wir können das Ganze mit dem White Tiger Ding machen. So, alles hier vermatschen. Und jetzt hier noch 2. Können wir es vielleicht noch mit normalen White Grape machen? Das ist eigentlich auch ganz cool. So. Ich will einfach so viel wie möglich zu finden. Oh nein! Man braucht wirklich 6 davon. Oh nein, habe ich kaputt. Ich habe es kaputt gemacht. Oh, warte mal. Ist das gerade gewachsen? Nee. Ich check's gerade nicht. Ach ja, Freunde, was macht man nicht alles für eine Folge? Ich war jetzt wieder gut eine halbe Stunde unterwegs und habe jetzt nochmal hier mehr von diesen ganzen Grapes da geholt, dass wir uns wirklich von diesen 4 Stück hier was machen können. So, machen erstmal die restlichen von denen da rein, springen die jetzt auch ein bisschen rum und jetzt kommen uns hier nochmal, das müsste jetzt White Normal sein, ne? Genau, White Grape einfach. Jetzt haben wir hier White Tiger, White Grape und Red Grape. Das können wir noch ganz schön machen hier mit den Red Tiger und dann sollten wir von allen, die wir jetzt hier, wo wir die Option gegeben hatten, sollten wir jetzt was gemacht haben. So, nehmen wir uns hier die Flaschen noch raus.
Und jetzt haben wir hier 8 Stück. Okay, das sollte erstmal reichen, würde ich sagen. Es gibt theoretisch noch mehr. Warte, ich gehe mal kurz ins Haus, weil es wird gerade Nacht. Und bei Nacht kommen wirklich die Creeper. Und wirklich, ihr könnt euch nicht ausdenken, wie viele Creeper es auf dem Minecraft-Natura-Server gibt. Das ist wirklich unglaublich. So, aber wir werden jetzt erstmal gucken hier. Ich werde einfach mal ganz kurz gucken hier. Red Grape, genau. Es gibt nämlich noch von jedem Biom, glaube ich, was. Wir haben jetzt hier Red Grape haben wir. Es gibt noch Red Grape Savannah. Es gibt noch Red Grape Tiger, das haben wir. Und Red Jungle gibt es auch noch. Okay, es gibt noch Savanne und Dschungel theoretisch, aber... Und von Weiß, glaube ich, dann auch noch. Aber die haben wir jetzt nicht. Ich war jetzt nicht so motiviert, noch einen Dschungel oder eine Savanne zu suchen. Freunde, da dürft ihr mich jetzt mal nicht hier beleidigen in den Kommentaren, okay? Sondern einfach mal hinnehmen, so wie es ist. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier einiges an Optionen gegeben, auf jeden Fall. Aber Freunde, wir gucken uns jetzt erstmal an, was es denn so für Weine gibt oder auch nicht. Wir gucken erstmal wieder hier. Doch, jetzt können wir gucken. So, okay. Wir haben theoretisch hier, was haben wir? Ein Choruswein. Dafür brauchen wir eine Chorusfrucht. Okay, perfekt. Den können wir uns nicht machen. Ein Kirschwein. Guck mal, wir können jetzt ein Kirschwein machen. Das ist doch schon meine Idee. Nehmen wir uns die Kirschen hier raus. Wunderbar. Und können einfach mal weiter gucken. Was haben wir noch? Wir können uns einen magnetischen Wein machen. Das klingt interessant. Okay. Noir. Können wir theoretisch auch machen. Was ist das hier? Lol. Honigbottle. Haben wir irgendwo... Hat irgendwer Honig... Warte, ist das Honig? Nee, das ist Amber. Warte, hat Lenny oder so Honig? Wenn ja, dann klaue ich ihm jetzt Honig. Ist mir egal. Komm, er kann mir nicht böse sein, wenn ich ihm jetzt für eine Folge hier Honig klaue, oder? Denkt ihr, er wird mir böse sein? Ach man, ich weiß es nicht. So, lass mal ganz kurz gucken hier. Was ist das für ein Geräusch? Ach, das sind die Kühe. Oh Gott. Ich habe gerade irgendein komisches Geräusch gehört. Und dabei waren das nur die Kühe. So, lass mal ganz kurz gucken. Hast du Honig, Lenny? Ich glaube, du hast keinen Honig. Mann, okay, dann können wir uns leider keinen Honigwein machen. Egal, gucken wir mal weiter hier. Was ist hier noch? Wir haben hier... Ah ne, das war der hier. So, Melohi-Wein. Man braucht Zucker. Aber man braucht dafür Dschungel. Ja, okay, dann können wir das uns auch nicht machen. Hier brauchen wir auch Dschungel für. Hier ist auch Dschungel. Das hier ist White Tiger. Okay, Sweet Berries und Honig. Warum braucht man denn für alles hier Honig? Das ist ja unglaublich. Oh Mann, wir können jetzt die Hälfte gar nicht machen, ne? Ist voll dumm. Oh mein Gott, ich gehe weg von den Kühen. Die sind ja gerade viel zu laut. Das ist ja unglaublich. So, so, so. Okay, das mal ganz kurz hier. Wir flüchten ins Folge 1 Haus. So, hier fühlt man sich immer wohl. So. Okay, was können wir uns theoretisch noch machen? Eiswein? Mit einem Schneeball. Warte mal. Denke, wir können uns einen Eiswein machen. Das ist eine coole Idee. Was denkt ihr, kann ein Eiswein? Steht das dabei? Ah, hier. Healing Surge. Restores Health Instant. Oh. Okay. Das heißt, wenn man den trinkt, kriegt man so gesehen Instant Health. Okay. Weil ich habe mir eben so ein Showcase zu dem Mod angeguckt. Also so ein Video, wo einem so eine Art Tutorial, wo einem gesagt wird, was es in dem Mod gibt, was man da machen kann und alles. Und da wurde gesagt, dass dieser Wein-Mod so gesehen... Ein Mod ist, der so... Also diese Weine sind angeblich so bessere Potions, wisst ihr? Und das ist eigentlich ganz cool tatsächlich. Ich bin mal echt gespannt, ob sich diese These bewahrheitet hier. Aber okay. Kann ich mir theoretisch hier raus Seeds machen? Yo. Das geht tatsächlich. Dann mache ich das mal, würde ich sagen. Mache ich mir noch ein paar mehr Seeds. Und dann können wir uns hier noch mehr anbauen, wisst ihr? Dann können wir nämlich in Zukunft wahrscheinlich auch noch mehr haben. Was eigentlich echt gut ist. So, bauen das noch an. Und dann haben wir jetzt hier... Ich glaube, ich hatte hier noch eins. So, das kann auch noch angebaut werden. Und jetzt haben wir hier unser... Ich darf nie mit dem Traktor dazwischen fahren, warte. Ich fahre den kurz weg. So, ich habe Angst vor dem. Freunde, wirklich, dieser Traktor ist einfach nur böse. Das ist unglaublich. So, warte mal. Okay, okay, Freunde. Wir gehen jetzt einmal ganz kurz rüber hier zu unserer Bar und gucken einfach mal, ob wir uns hier den Wein jetzt brauen können. Oh mein Gott. Habe ich mit dieser Falltür da nach unten geschlagen hier. Aber okay, ah Mist, ich wollte noch Äpfel holen. Okay, warte mal, ich hole noch kurz Äpfel. Und ein paar Äpfel haben wir jetzt auch. Wunderbar, 3 sollten erstmal reichen, würde ich sagen. Ich weiß auch gar nicht, was man genau mit dieser Apfelpresse da macht. Wir gucken einfach mal, packen es mal rein. Okay, es geht automatisch los tatsächlich. Wir kriegen jetzt... Ist das einfach geriebener Apfel oder so? Ach, ne, Apfelmus! Ach so! Hey, das ist ganz cool eigentlich. Guck mal, das gibt 4 Hungerkeulen. Also, ja, okay, ist okay. Warte mal, kann man hier irgendwie noch was machen, untersuchen? Keine Ahnung, ich check's nicht. Okay, wisst ihr was? Wir lassen das Apfelmus einfach mal da. Und gucken uns jetzt mal hier die Weine an. Erstmal würde ich sagen, machen wir uns den tollen Eiswein hier. So, wir brauchen einen Winebottle. Hier irgendeinen White Grape Juice einfach und einen Schneeball. Okay, dann machen wir das Ganze mal. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt hier so einen White Grape. Und jetzt machen wir hier noch einen Winebottle rein. Und wir kriegen raus den Eiswein. Okay, interessant. Your first wine achievement bekommen. Put all needed ingredients into the etching barrel. Okay, okay, okay. Wir haben jetzt hier unseren Eiswein. Da steht sogar in blau Instant Health. Also der Potion-Effekt steht da sogar neben. Das ist ganz cool hier. Was ist das? Das sieht nämlich aus wie Gift. Warte, was? Da steht Explosion.
Oh mein Gott. Okay, warte. Wir müssen mal jemanden trollen und dem sowas bauen. Und dem, warte mal, wir können den machen. Wie cool ist das denn? Okay, warte. Wir brauchen einfach einen Gunpowder. Oh mein Gott. Okay, ich klaut's von Lenny Gunpowder. Ist mir egal. Ich bin gerade zu voll, zu meinem Haus zu gehen, auch wenn das nur ein paar Blöcke weiter ist. So, gucken wir mal kurz, wo der gute Lenny sein Schießpulver hat hier. Hier hat er... Oh, Leute, warum hat er so viel? Mein Gott. Egal. Wir gucken einfach mal ganz kurz, wie explosiv dieser Explosivwein wirklich ist, okay? Ich bin mal echt gespannt hier. Wir sollten ihn auf jeden Fall erst, wenn wir ein bisschen weiter weg von der Bar sind, trinken, weil sonst könnte das bisschen, ich sag mal, ein bisschen nach hinten losgehen, wenn wir das in unserer Bar hier trinken, wisst ihr? Hier, da haben wir den Explosive Wein. Wie heißt der? A Bottle of Creeper's Crush. Das klingt schon einfach nur böse nach Zerstörung, oh mein Gott. Guck mal, es gibt auch noch so einen Sunkissed Wine. Man kriegt einfach mit Glowing, sodass man so halt so leuchtet. Leute, ist gar nicht schwer zu machen. Vielleicht machen wir uns den auch noch nachher. Was ist das hier? Meat. Keine Ahnung. Cider. Apple Juice? Ah, lol. Warte mal. Man kann sich so Apfelsaft machen. Warte mal. Tatsache. Das ist ja cool. Okay, komm, wir machen uns direkt mal ein paar Flaschen von Apfelsaft. Da haben wir schon 3 Stück hier. Das ist ganz cool eigentlich. Warte mal, was mich jetzt interessiert. Kann ich jetzt theoretisch hier diese Dinger benutzen? Kann ich die da reinfüllen? Nee, ne? Warum geht das nicht? Kann ich das da reinfüllen? Oder irgendwie den Wein? Nee. Okay, Freunde, ihr müsst auf jeden Fall mal helfen, wie es irgendwie geht, dass man hier die Sachen reinfüllen kann. Oder ob das überhaupt geht. Keine Ahnung, vielleicht geht das auch gar nicht. Und ich habe mich irgendwie hier ein bisschen vertan mit der Einrichtung, weil es irgendwie einfach gar nicht geht und das total unnötig war hier. Aber wir haben auf jeden Fall schon unseren Apfelsaft. Damit kann man den so trinken? Nee. Auch super logisch, dass man Apfelsaft nicht trinken kann, ne? Was ist das hier? Lol. Oh mein Gott. Ich check das jetzt erst. Man kann sich theoretisch einen Kalender machen und der zeigt einem dann an, wie lange diese Weine schon gealtert sind. Weil Weine werden ja besser mit der Zeit. Vielleicht verstärken sich dann die Effekte, je länger man die hier unangerührt lässt, wisst ihr? Guck mal, weil ihr seht da, Year of Production 0. Das kann dann ja safe steigen. Und da werden die Weine wahrscheinlich noch wertvoller und leckerer und alles. Und eventuell werden dann die Effekte auch krasser. Boah, das müssen wir mal ausprobieren. Das ist ehrlich eine coole Idee. Junge, was ist das? Man muss 4 Weine miteinander verkraften, um den Jelly Wine zu bekommen. Aber guck mal, hat der einen Golden Apfel-Effekt? Weil da steht Golden Apple Fragezeichen. Das ist irgendwie komisch. So, Freunde, wie ihr in meiner Hotbar schon sehen könnt, habe ich gerade noch ein bisschen Zeit damit verbracht, ein paar Weine zu machen, Freunde. Ich habe unter anderem jetzt hier noch den Cidre, den Rotwein. Ich habe den Sunkissed Wine noch gemacht. Ich habe nämlich Glowberries geholt, Freunde. Ich hatte nämlich noch welche. Dann haben wir hier einen schwarzen Wein, irgendwie sowas. Einen Kirschwein, einen magnetischen Wein, den explosiven Wein und den Eiswein, Freunde. Ich bin auf jeden Fall schon echt gespannt auf diese ganzen Effekte von den Weinen hier. Wir werden jetzt auf jeden Fall wahrscheinlich auch nochmal machen, dass wir die einfach nochmal so halt doppelt haben, damit wir die verkaufen können in unserer Bar, Freunde. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt an als erstes hier mit dem wunderbaren Cidre. Mal gucken, was wir hier mitkriegen. Wir kriegen 2 Herzen dazu. Okay, wir hatten 2 Herzen dazu. Wir haben 1 Herz dazu. Ein halbes. Okay, ist jetzt nicht das Wahre, würde ich sagen. Ne? Also, ich glaube, das war eher so ein Instant-Health-Trank. Deswegen war das ein bisschen dumm, den wahrscheinlich zu trinken. Aber ich würde sagen, um den zu testen, um diesen Eiswein zu trinken, würden wir uns einfach ein bisschen kurz hochbauen, damit wir vielleicht ein bisschen Fall-Damage kriegen und dann einfach damit dann einfach dann das Ding trinken. Also beziehungsweise danach das Ding trinken. So, Fall-Damage kriegen wir jetzt. Jetzt trinken wir das Ganze. Mal gucken, ob wir geheilt werden. Oh, man kriegt da die Wine-Bottle sogar zurück. Interessant. Auf jeden Fall, er hat, glaube ich, 2 oder 3 Herzen gegeben, ne? Ja, war okay. Ist nichts Besonderes so. Aber wie gesagt, deswegen müssen wir die wahrscheinlich auch ein bisschen länger stehen lassen. Dann werden wir halt auch wahrscheinlich besser, wisst ihr? Aber okay, Freunde. Wir machen weiter mit dem Rotwein. Mal gucken, was der Rotwein uns gibt. Wir kriegen Improved Fire Resistance. Oh, das ist ganz cool. Oh, Mann, jetzt regnet es. Das kann doch nicht wahr sein. So, Freunde, ich habe kurz geschlafen. Jetzt ist der Regen auch wieder weg. Ach Mann, das ist doch jetzt nicht wahr. Jetzt bin ich hier doch in ein Loch eingefallen. Wirklich, also diese Folge, ne? Ich habe mir eigentlich gedacht, ich hätte die Folge ganz gut vorbereitet. Hier mit der Bar, mit den ganzen Rezepten und so. Aber nein, es kommt einfach immer was dazwischen. Ich muss neue Sachen holen. Auf einmal fängt es an zu regnen. Was ist das? Okay, Freunde, wir machen mal weiter mit dem magnetischen Wein. Wir trinken ihn 3, 2, 1. Und wir kriegen Magnet. Was ist Magnet? Warte mal. Wenn ich das jetzt dahin werfe. Ah, tatsächlich. Ich ziehe jetzt die Sachen an. Okay, das ist eigentlich ganz cool sogar.
Das ist ein cooler Trank. Den können wir uns auf jeden Fall mal merken. Vor allem, warte mal. Schon mal vor, der reift noch ein bisschen mit der Zeit und dann wird die Distanz noch größer oder so. Das wäre ja krass. Okay, das wäre ganz cool hier. Okay, Cherry Wine gibt Regeneration, sehe ich gerade, ne? Komm, wisst ihr was? Dann heben wir uns den mal auf, dann verschwenden wir den erstmal nicht. Instant Health können wir uns auch da mal aufheben, brauchen wir jetzt auch nicht. Hier, Sunkissed One, man kriegt Glowing damit. Den trinken wir mal. Yo, guckt euch das an. Ich glaube, das geht sogar durch Wände durch jetzt eigentlich, ne? Also, Freunde, die anderen Mitspieler, ich bin gerade allein auf dem Server leider, weil ich werde wieder ganz allein gelassen hier, Minecraft Natura, aber bald nur noch Minecraft Natura Solo-Projekt oder wie. Aber ich glaube, wenn die anderen auf dem Server wären, dann würden die mich auch durch Wände mit diesem Effekt sehen, wisst ihr? Was, ich könnte einfach so einen Screenshot machen, dann könnte man das für ein Thumbnail verwenden. Ich bin aber auch perfekt ausgeschnitten gerade. Okay, wir haben anscheinend nur noch den explosiven Wein. Und ich weiß nicht, ob es zu schlau ist, den zu trinken. Boah, oh mein Gott. Ey, was sagt ihr dazu? Einfach mal zu Elias gehen und dann einfach das Ding in seinem Haus trinken? Wäre das was? Das sollte man mal wirklich aktiv in Angriff nehmen. Ach Mann, ist das dumm, wirklich. Ach Mann, oh Mann, oh Mann, Freunde. Ich hoffe, dass ihr diesen Mod auf jeden Fall ganz cool findet. Ich finde den mega, mega cool. Schreibt mir unbedingt irgendwie Sachen in die Kommentare, was wir noch mit der Bar in Zukunft machen können. Vielleicht können wir irgendwie wirklich so eine Art, so eine Roleplay-Folge machen, dass irgendwie einer der Barverkäufer ist, in dem Fall vielleicht ich oder so, weil es ja meine Bar ist so. Und dann kommen die anderen immer rein, dann muss ich den so Wein brauen und so verkaufen. Wäre das was? Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr Bock auf so eine Folge hättet hier. Aber okay, ich würde an dieser Stelle sagen, das war's mit der heutigen Folge von Minecraft Natura. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, Freunde. Wenn ja, dann würde ich mich riesig über eine positive Bewertung freuen. Abonniert meinen Kanal, um mich kostenlos zu unterstützen. Aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Aber Freunde, nee, warte mal, warte, cut. Ich musste mich noch bei euch bedanken, Freunde. Wir haben die 800 Abonnenten, Freunde. Ich habe mich noch in keinem Video dafür bedankt, Freunde. Ist mir gerade spontan eingefallen noch. Aber wirklich, vielen, vielen lieben Dank für die 800 Abonnenten. Das ist wirklich unglaublich für mich, okay? Deswegen wirklich, ich mache das jetzt seit irgendwie seit dem 1. August 2022. Klar waren mal immer mal wieder inaktive Pausen da. Aber naja, im Großen und Ganzen habe ich seitdem für diesen Kanal einfach gebrannt, wirklich. Ich habe einfach wirklich so viele Videos. Wir sind mittlerweile bei über 200 Videos und so, das ist wirklich geisteskrank. Und teilweise sind auch Leute von ganz früher dabei. Und Leute, die, keine Ahnung, ich habe auch ganz viele Leute kennengelernt durch YouTube. Ich meine, Melone, Lenny, Justin, hätte ich alle ohne YouTube gar nicht kennengelernt. Deswegen bin ich auch übel dankbar dafür, dass ihr mir so gesehen das ermöglicht hat, dass sie irgendwann mal auf ein Video von mir gestoßen sind und einen Kommentar geschrieben haben, sodass wir uns jetzt irgendwie connecten konnten. Vielen, vielen Dank, Freunde. Das war es jetzt aber wirklich. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Haut rein, Leute. Und... ciao! Wir sind Freunde, die nie wieder streiten.